Kapitel 25. Scourge führte sie die Treppen hinauf und zurück zu dem Durchbruch in der Mauer, durch den die Garde des Imperators zuerst eingedrungen war. Obwohl sie das Echo entfernter Kampfgeräusche durch die Korridore hallen hörten, begegneten ihnen keine Kämpfer der einen oder anderen Seite mehr. Als sie endlich draußen waren, erlaubte sich Mito einen Seufzer der Erleichterung. Die Nacht war hereingebrochen, doch mehrere Brände im Inneren von Harrys Festung warfen Licht auf das Gelände, sodass sie die Zerstörung klar sehen konnte. Die dicken Steinmauern, die den Hof eingrenzten, und das Gebäude lagen in Trümmern. Und anhand der vielen Leichen, die im Hof verstreut lagen, war abzulesen, dass an diesem Ort die heftigsten Kämpfe stattgefunden hatten. Sie bahnten sich ihren Weg durch das Blutbad zu der Stelle, an der Scourges Gleiter unbeschädigt nahe der Landeplattform stand. Alle Fahrzeuge darum herum waren von Artilleriefeuer zerstört worden. »Ein Wunder, dass das Ding noch ganz ist«, meinte Revan. »Die Garde muss unsere Ankunft beobachtet haben«, sagte Scourge. »Sie wussten, welcher mein Gleiter ist.« Die vier stiegen ein, wobei Revan und Mitra T3 halfen. Dann machten sie sich auf zu der Höhle, in der sich Mitra und Scourge das erste Mal begegnet waren. Unterwegs versuchte Mitra, sich Revan genau anzusehen, ohne dass es zu sehr auffiel. Er trug immer noch die rot-graue Maske. Für sie war das sein wahres Gesicht. Sie wusste, wie er unter seinem Helm aussah, aber während ihres Feldzuges gegen die Mandalorianer hatte er ihn so gut wie nie abgenommen. Ihn in der Zelle ohne die Maske zu sehen, war ihr seltsam vorgekommen. Die verstrichene Zeit und das Leid, das er als Gefangener hatte ertragen müssen, hatten sich deutlich in seine Gesichtszüge gefressen. Die Maske verdeckte dies jedoch alles. Sie ließ ihn unbezwingbar aussehen, unbesiegbar, eine lebendig gewordene Legende. Mitra erinnerte sich an das, was Bastila zu ihr gesagt hatte, als sie ihr die Maske gegeben hatte. Sie sagte, sie hätte sie all die Jahre vor Revan verborgen, weil sie fürchtete, was sie verkörperte. Sie befürchtete, es könne ihn verändern. Jetzt verstand Mitra, was sie gemeint hatte. Ohne die Maske sah er menschlicher aus. Es fiel leichter, sich daran zu erinnern, dass er nur ein Mann war, mit all den dazugehörigen Schwächen und Unzulänglichkeiten. Mit der Maske war Revan jedoch eine Ikone, ein Symbol. Er war der Gestalter der Geschichte, ein Individuum, das vielmehr durch seine Taten bestimmt wurde, statt durch seine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Vielleicht hatte Bastila recht. Vielleicht musste Revan wieder zu dem werden, was er einmal gewesen war, um diese Sache zu überleben. Darth Nihilus hatte er mühelos geschlagen, aber der Imperator wäre ein sehr viel stärkerer Gegner. Und doch versetzte sie einen kleinen Stich des Bedauerns, wenn sie daran dachte, dass der Mann, den Bastila liebte, von dem Gewicht der Vergangenheit Revans verschlungen werden könnte. Scourge setzte mit dem Gleiter auf und die drei Passagiere stiegen aus. Kommt ihr nicht mit?", fragte Mitra, als der Sith keine Anstalten machte, ihnen zu folgen. "Ich gehe zurück nach Kar City", sagte er. "Ich will versuchen, Einzelheiten über den Angriff in Erfahrung zu bringen. Mit etwas Glück hat der Imperator seine Kräfte zu spärlich verteilt, sodass er verwundbar ist. Jetzt könnte der Zeitpunkt sein, um zuzuschlagen." Bringt ein paar Vorräte mit zurück", sagte Revan. "Essen, Wasser, Seife, damit ich mir den Schmutz des Gefängnisses herunterwaschen kann." Scourge nickte. "Ich werde in ein paar Stunden zurück sein." Die drei gingen in die Höhle und T3 schaltete seine Leuchte ein, um das finstere Innere zu erhellen. Die Höhle war jetzt leer. Während sie darauf warteten, dass Scourge von seiner Begegnung mit dem Imperator zurückkehrte, begruben Mitra und T3 die Leichen des gefallenen Sicherheitschefs und seiner Soldaten auf einem kahlen Fleckchen Erde, einen kurzen Marsch vom Höhleneingang entfernt. "Du willst bestimmt endlich aus diesen Klamotten raus", sagte Revan. "Und was ist mit dir?", dachte Mitra. "Wieso hast du diese Maske noch nicht abgenommen?" Zuerst müssen wir dir was zeigen", sagte sie. "T3, spiel das Holovid ab." Der Droide rollte zu ihnen herüber und projizierte ein 30 cm hohes Bild von Bastila, wie sie mit ihrem dreijährigen Sohn turtelte. "Ich weiß nicht, ob du das jemals sehen wirst", sagte Bastila, während sie eine Locke auf dem Kopf des Jungen glattstrich und zum Holorekorder sprach. "Aber ich muss daran glauben, dass du eines Tages zurückkehrst. Und wenn es so ist, dachte ich, du möchtest am Geburtstag deines Sohnes teilhaben." Revan sagte keinen Ton. Wie benommen setzte er sich langsam auf den Boden, um auf Augenhöhe mit der Projektion zu sein. "Er winkt deinem Papa", sagte Bastila und zeigte in Richtung des Holorekorders. "Sag, wir vermissen dich."
Der Junge folgte und winkte lebhaft mit seinen kleinen Ärmchen, während er Bastilas Worte wiederholte. Zu Mithras Erleichterung hob Revan die Hand, nahm seine Maske ab und legte sie neben sich auf den Boden, während es Holovid weiterlief. Ich weiß, wir haben keine Namen besprochen, bevor du gegangen bist, sagte Bastila, aber ich habe ihn Vayner genannt. Revan erkannte, dass es ein Anagramm seines Namens war und lächelte. Ich möchte, dass er weiß, wer sein Vater ist, fuhr das Holovid fort. Ich möchte ihn verstehen lassen, dass du ein Teil von ihm bist. Eine Träne rann Revan die Wange hinunter, während er das Holovid ansah, und Mithra zog sich rasch in eine dunkle Ecke der Höhle zurück, um ihn in Ruhe weiterschauen zu lassen. Sie hatte ihre Sachen hier versteckt, bevor sie mit Scourge zu Nyrus Festung aufgebrochen war, und die Dunkelheit gab ihr die nötige Intimsphäre, um ihre Sklavin in Aufwahrung abzulegen. Statt der schwarzen Hose und dem ärmellosen roten Oberteil, das sie bei ihrem Eintreffen getragen hatte, zog sie nun jedoch wieder ihre Jedi-Robe an. Sie traf diese Wahl nicht bewusst und erst als sie ihr Lichtschwert an den Gürtel hakte, fiel ihr auf, was sie getan hatte. Du folgst Revans Beispiel, dachte sie. Wenn er die Jedi-Robe trägt, tust du es auch. Wie in alten Zeiten. Während das Holovid weiterlief, blieb sie im hinteren Teil der Höhle. Sie konnte aber nicht umhin, um zu überhören, wie Bastila sagte, »Ich liebe dich, Revan«, bevor die Aufnahme endete. »Ich liebe dich auch«, erwiderte Revan, und die Akustik in der Höhle ließ seine Stimme unnatürlich laut klingen. Mithra trat während des Austauschens unbehaglich von einem Fuß auf den anderen. Sie war nicht eifersüchtig auf Bastila. Mithra liebte Revan, jedoch nicht auf diese Art. Sie hatte niemals romantische Gefühle für ihren Mentor empfunden. Sie stand ihm vielmehr mit tiefer Bewunderung und starker Hingabe gegenüber. In diesem Augenblick war sie sich jedoch äußerst bewusst darüber, dass Bastila und Revan eine Beziehung verband, die tiefer ging als alles, was Mithra mit ihm verband. Sie wusste, dass sie ihm dies nicht missgönnen sollte, aber ein kleiner Teil von ihr konnte das Gefühl nicht ausschalten, ihr Wiedersehen mit Revan hätte das Holovid überboten. T3 piepte neugierig, als das Holovid zu Ende war. Natürlich, sagte Revan. Ich werde es mir noch 100-mal ansehen, wenn ich kann. Aber jetzt lass mir einen Augenblick. Er stand auf und ging zum Mithra in den hinteren Teil der Höhle. Ich danke dir dafür, sagte er, und für meine Rettung. War doch nichts Besonderes. Nein, sagte er kopfschüttelnd. Unterschätze nicht, was du vollbracht hast. Niemand sonst hätte mich jenseits der Galaxis finden können. Niemand sonst hätte mich aus meinem Gefängnis befreien können. Er schaute sie einen Moment lang genau an. Ich habe gehört, du wärst von der Macht getrennt worden, aber ich spüre ihre Kraft in dir. Ich wusste schon immer, dass du enormes Potenzial hast, aber du bist weiter über dich hinausgewachsen, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Ich trete nur in deine Fußstapfen. Nicht mehr, entgegnete Revan. Du hast deinen eigenen Weg eingeschlagen. Ich kann fühlen, dass du einen Pfad beschritten hast, den nicht einmal ich mich trauen würde zu betreten. Ich schulde dir alles, Mithra. Ich stehe in einer Schuld, die ich niemals werde zurückzahlen können. Nicht doch, sagte sie mit einem verhaltenen Lächeln. Ohne deine Lehren hätte ich niemals werden können, was ich heute bin. Ich bin diejenige, die in einer Schuld steht, die sie niemals zurückzahlen kann. Dann sagen wir doch einfach, wir sind quitt, meinte Revan. Eine weise Entscheidung, erwiderte sie, wie immer. Möchtest du das Holovid von Bastila und meinem Sohn sehen? Fragte er und bot ihr seine Hand an. Ich hätte mehr davon, wenn ich es mit einem Freund zusammen ansehen könnte. Natürlich, sagte sie und ein Kloß stieg ihr in den Hals. Es wäre mir eine Ehre. Als Scourge zurück in die Höhle kam, sah er Mithra und Revan aneinander geschmiegt auf dem Boden sitzen, während sie ein von T3 projiziertes Holovid ansahen. Er erhaschte einen Blick auf eine junge Menschenfrau mit, wie Scourge annahm, einem Kind. Aber als er sich näherte, stellte der Druide die Aufnahme rasch ab. »Was war das?« fragte er. »Meine Frau und mein Sohn«, antwortete Revan. Er stand steif auf und streckte sich. Scourge fragte sich, wie lange sie wohl schon auf dem Boden gesessen und sich das Holovid angesehen hatten. Auch fiel ihm auf, dass Revan seine Maske abgenommen hatte. Sie lag scheinbar vergessen neben ihm auf dem Boden. »Ich wusste nicht, dass ihr verheiratet seid«, sagte er.
Als Reva nicht antwortete, war klar, dass er sein Privatleben nicht mit einem Sith besprechen wollte. Sie mochten Verbündete sein, aber sie waren, wie Scourge erkannte, keineswegs Freunde. Und so sollte es auch sein. Für einen Sith Lord waren Freunde eine Last. Was habt ihr herausgefunden? Fragte Mitra, als Revan eine Hand ausstreckte, um ihr aufzuhelfen. Nyriss wurde nicht als Einzige angegriffen. Der Imperator hat sie alle umgebracht. Die Dateien, die ihr mir gezeigt habt, listeten 5 derzeitige Mitglieder des Dunklen Rats auf, die sich gegen ihn verschworen hatten, sagte Mitra zur Verdeutlichung. Wollt ihr damit sagen, die Garde des Imperators hat alle 5 innerhalb eines einzigen Tages ausgelöscht? Ich sagte, er hat sie alle umgebracht, entgegnete Scourge. Alle 12 Mitglieder des Dunklen Rates, sogar jene, die nicht an der Verschwörung beteiligt waren. Er wollte eine Botschaft aussenden, die niemand jemals vergisst. Wie ist das möglich? Fragte Revan. Er hat ein Dutzend der mächtigsten Sith Lords gleichzeitig in ihren Machtzentren angegriffen. Über wie viele Truppen verfügt er? Die imperiale Garde wurde nur auf Nyriss und 2 andere gehetzt. Der Imperator muss davon ausgegangen sein, bei ihnen wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie seinem Ruf folgten, am geringsten. Die anderen 9 wurden in den Stunden vor dem Angriff zu einem Treffen mit dem Imperator zusammengerufen. Keiner von ihnen blieb am Leben. Und was geschieht nun? Fragte Mitra. Die Neuigkeit von dem Massaker hat sich schnell verbreitet, sagte Scourge. Wie zu erwarten war, führte dies zu einem Chaos. Tausende flüchteten, um ihr Leben zu retten, weil sie glaubten, wir stünden kurz vor einem Bürgerkrieg. Andere sehen eine Gelegenheit, gegen ihre Rivalen vorzugehen, die der plötzliche Verlust politischer Verbündeter geschwächt hat und durch die Straßen streifen bewaffnete Kolonnen. Wie hat der Imperator reagiert? Fragte Revan. Er hat das Kriegsrecht verhängt und eine Ausgangssperre für die gesamte Stadt angeordnet. Die Garde setzt eine Anordnung mit der typischen skrupellosen Effizienz durch. Außerdem hat er allen Schiffen und Fähren Start und Landung verboten, bevor er seinen Angriff startete, und jegliches außerplanetare Kommunikationswesen wurde stillgelegt. Er hat den gesamten Planeten unter Quarantäne gestellt, sagte Revan. Er will hier alles wieder unter Kontrolle kriegen, bevor man auf irgendeinem anderen Planeten davon erfährt, dass er den gesamten Dunklen Rat abgeschlachtet hat. Ihr habt zu mir gesagt, er sei wahnsinnig, murmelte Mitra. Aber das schreit er zum Himmel. Er musste eine bessere Möglichkeit gehabt haben, um das zu regeln. Tausende seiner Leute werden sterben, bevor die Ordnung wiederhergestellt ist. Als ich das letzte Mal hier auf Tromund Kaas war, konnte ich in die geistigen Abgründe des Imperators blicken, erzählte ihnen Revan. 1000 Leben bedeuten ihm nichts. Als ihr das letzte Mal hier wart, störte sich Scourge an dem Satz, sind ein paar eurer Erinnerungen zurückgekehrt. Meine alte Maske zu sehen, hat irgendetwas ausgelöst. Ich erinnere mich jetzt wieder an alles, gab Revan zu. Malak und ich erfuhren, dass die Sith weiter überdauerten. Um Nachforschungen anzustellen, kamen wir hierher nach Tromund Kaas. Wir gaben uns als Söldner aus und verbrachten Monate damit, so viel wir nur konnten, über den Imperator und sein Volk zu erfahren. Schon damals plant er bereits einen Angriff auf die Republik. Als Malak und ich von seinen Vorbereitungen erfuhren, versuchten wir ihn aufzuhalten. Wir fanden ein Mitglied der imperialen Garde, das sich bereit erklärte, uns in die Zitadelle zu schleusen. Unmöglich, behauptete Scourge. Die Garde wird am Ende ihrer Ausbildung durch ein mächtiges Ritual an den Willen des Imperators gebunden. Sie würden ihn niemals verraten. Wohl wahr. Nur wussten wir das damals nicht, erklärte Revan. Wir wurden in eine Falle gelockt. Der Imperator wollte, dass wir zu ihm kommen. Als wir in den Thronsaal kamen, war er bereits vorbereitet und wartete auf uns. Seine Stimme wurde leiser. Wir unterschätzten seine Stärke. Als wir ihm die Stirn boten, musste er nicht einmal gegen uns kämpfen. Stattdessen brach er unseren Willen. Er dominierte unseren Verstand und verwandelte uns in Marionetten, die nach seinem Willen tanzten. Er schickte uns als Vorwort seine Invasion in die Republik zurück, mit der Anweisung, uns zurückzumelden, wenn jeglicher Widerstand gebrochen war. Doch wenngleich wir die Stärke des Imperators unterschätzt hatten, unterschätzte er auch uns. Unser vereinter Wille war stärker, als er angenommen hatte. Unser Verstand verdrehte und verzerrte seine Anweisungen, bis wir dachten, wir würden aus eigenem Antrieb handeln.
Malak und ich wurden auf die dunkle Seite gezogen, aber dadurch erlangten wir auch die Kraft, um alle Erinnerungen an die Sith und den Imperator auszublenden und uns zum Teil von seinem Einfluss zu befreien. Aber trotzdem habt ihr euch Sith genannt, meinte Mitra verwirrt. Trotzdem habt ihr die Republik angegriffen und an den Rand des Zusammenbruchs gebracht, bevor euch die Jedi fassten. Und selbst nachdem du Malak aufgehalten hast, war die Republik immer noch verwundbarer als je zuvor. Wieso hat der Imperator die Invasion damals nicht gestartet? Er wusste nicht, was sich ereignet hatte, erklärte Revan. Er wartete darauf, dass wir uns zurückmelden. Aber als er nichts von uns hörte, nahm er an, wir hätten versagt. Er wandte sich wieder seinen ursprünglichen Plänen zu und baute seine Stärke langsam und behutsam wieder auf, so dass die Möglichkeit einer Niederlage ausgeschlossen wäre, wenn er schließlich angreifen würde. Mitra blickte zu Scourge hinüber und der Sith konnte sich denken, was ihr durch den Kopf ging. Ursprünglich hatte er sich mit ihnen verbündet, weil er fürchtete, die Invasion der Republik würde in einem Desaster enden. Durch Revans Andeutung, der Imperator könne Erfolg haben, fürchtete sie nun, Scourge könnte sich wieder gegen sie stellen. Noch 2 Tage zuvor hätte sie damit recht gehabt. Nun, nachdem Scourge jedoch dem Imperator persönlich begegnet war, hatte sich alles geändert. »Ich werde euch nicht verraten«, versicherte er ihr. »Als ich mit dem Imperator sprach, streifte ich kurzzeitig seinen Geist. Was er auf Nathema getan hat, ist nur eine Andeutung des Schreckens, den er über die ganze Galaxis hereinbrechen lassen könnte. Ich begreife voll und ganz, was er geworden ist. Und ich weiß, ungehindert wird er uns in den Untergang führen. Es ist unvermeidbar.« »Gut gesprochen«, sagte Mitra. »Aber warum sollten wir euch glauben?« »Es ist wahr«, versicherte er Revan. »Als der Imperator meinen Willen gebrochen hat, schaut er in meinen Geist. Und ich war in der Lage, das Spiegelbild seines Bösen zu sehen. In der Republik einzufallen, ist nur der erste Schritt in seinem Plan. Macht und Unsterblichkeit sind ihm zur Besessenheit geworden. Die dunkle Seite wuchert wie ein Krebsgeschwür in ihm. Sie wächst schneller, als er sie nähren kann. Er hat einen ganzen Planeten verschlungen und hungert immer noch. Und sein Hunger bringt eine alles aufzehrende Furcht. Er lebt seit 1000 Jahren und er weiß, dass er noch viele 1000 leben könnte. Er hat Angst vor dem Tod. Jeder hat Angst zu sterben, entgegnete Mitra. Nicht auf diese Weise. Für ihn ist der Tod nicht bloß das Ende seiner körperlichen Existenz. Der Imperator hat ein Jahrtausend darauf verwendet, an Stärke zu gewinnen. Wenn er stirbt, wird er alles verlieren. Die Vorstellung nahezu unendlicher Macht, die ihm durch die Finger rinnt, hat ihn in den Wahnsinn getrieben. In seinem verzerrten Verstand besteht die einzige Möglichkeit zur Erhaltung dessen, was er erreicht hat, in der Vernichtung jeder potenziellen Bedrohung in der Galaxis. Nathema war nur der Anfang, stimmte Scourge zu. Er wird einen Planeten nach dem anderen zerstören und seine Macht und sein Wahn werden damit wachsen, bis nur noch er allein übrig ist. Ein Herrscher über eine leere, leblose Galaxis. Mitra starrte die beiden entsetzt an. Ihr wart auf Nathema, sagte Scourge. Ihr habt die Leere gespürt. Ihr wisst, wozu der Imperator imstande ist. Sie versteht schon, meinte Revan, deren Gesichtsausdruck treffsicherer deutete als Scourge. Das ist nicht der Punkt. Er hat Trum und Kaas unter Quarantäne gestellt, sagte Mitra in dem Versuch, die beiden zur gleichen Schlussfolgerung zu bringen. Was, wenn er Vorbereitungen trifft, hier das Gleiche wie auf Nathema zu tun? Diese Möglichkeit hatte Scourge doch nicht in Betracht gezogen und sie ließ ihn bis ins Mark erschaudern. Ist das möglich? Fragte er. Nyriss erzählte mir, das Ritual von Nathema hätte Tage gedauert, wenn nicht sogar Wochen. Und der Imperator musste hunderte mächtiger Sith dazu bringen, mit ihm zusammenzuarbeiten, um ihnen ihre Kraft zu entziehen. Inzwischen ist er stärker, sagte Revan. Aber selbst wenn es möglich wäre, glaube ich nicht, dass er so weit gehen würde. Zumindest noch nicht. Er geht zu geduldig vor, zu behutsam. Trom und Kaas ist das Herz seines Imperiums und der Sitz seiner Macht. Er sitzt hier auf zu vielen Reichtümern, um einfach alles wegzuwerfen. Aber wenn er erst einmal bereit ist, wird nichts mehr seinen Überfall auf die Republik verhindern können. Wie meinst du das? Fragte Mitra. Scourge antwortete an Revans Stelle.
Der Imperator musste seine Pläne geheim halten, weil er wusste, dass der Dunkle Rat sich ihm widersetzen würde. Nun sind sie tot und jeder, den er erwählt, um ihren Platz einzunehmen, wird sich daran erinnern, was mit seinen Vorgängern geschehen ist und zu viel Angst haben, um seine Stimme gegen ihn zu erheben. Und er kann damit auch den Willen seines Volkes lenken, fügte Revan hinzu. Er kann behaupten, der Dunkle Rat hätte mit Agenten der Republik zusammengearbeitet und dass er ihn aus diesem Grund hatte ausmerzen müssen. Er wird behaupten, das Sith-Imperium wäre von seinem alten Feind wiederentdeckt worden. Er wird seine Untertanen davon überzeugen, dass die einzige Hoffnung zu überleben darin besteht, zuerst zuzuschlagen. Er wird seine Botschaft nicht eher verkünden, bis die Ordnung auf Drum und Kaas wiederhergestellt ist, merkte Scourge an. Dann bleibt uns nicht viel Zeit, stellte Mitra fest, die sich daran erinnerte, mit welcher Effizienz die Garde Nyriss Festung überrannt hatte. Die Garde patrouilliert in den Straßen, um die Ausgangssperre durchzusetzen, sagte Scourge. Nur eine Handvoll ist noch in der Zitadelle stationiert. Für uns der günstigste Augenblick, um den Imperator anzugreifen. Dieses Mal kenne ich seine Methoden und Tricks, versicherte ihn Revan. Ich kann meinen Geist davor schützen, von seinem Willen beherrscht zu werden, und ich kann euch zeigen, wie auch ihr das könnt. Wir sollten bis Tagesanbruch warten, meinte Scourge. Bei Tageslicht werden sich weniger Leute draußen aufhalten, und der Großteil der Garde wird sich in den Kasernen von den Nachtpatrouillen erholen. Gut, sagte Revan. Damit hätten wir ein paar Stunden, in denen wir versuchen können, uns auszuruhen. Sowohl Mitra als auch Scourge nickten zustimmend, obwohl der Sith bezweifelte, dass irgendeiner von ihnen sonderlich viel Schlaf finden würde.